Hallo liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, mein Name ist Laura Kiene. Ich bin freischaffende Schauspielerin und Dramaturgin und bin von Judith Hoffmann eingeladen worden, in diesem Adventskalender etwas zur Situation der Freischaffenden zu sagen. Ich habe mir überlegt, ich möchte eigentlich nicht über meine persönliche Situation sprechen, sondern diese Gelegenheit lieber nutzen, um etwas über meinen Verein zu erzählen, nämlich das Ensemble-Netzwerk. Wir sind eine NGO, die seit 5 Jahren für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen am Theater arbeitet. Also zum Beispiel die Gehälter, die Familienfreundlichkeit, die Arbeitszeiten, aber auch Fragen von Nichtverlängerung und so weiter. Und in diesen 5 Jahren sind nicht nur Schauspielerinnen zu uns gekommen, sondern auch RegisseurInnen, DramaturgInnen, TheaterpädagogInnen, TheaterautorInnen, das junge Ensemble-Netzwerk für Theaterstudierende, BPOC-People. Demnächst kommen wahrscheinlich auch noch TechnikerInnen zu uns. Das heißt, wir sind ein stetig wachsendes Netzwerk. Und viele von unseren Mitgliedern, das sind auch mittlerweile über 900, sind freischaffend. Und über deren Situation möchte ich gerne was berichten. Was viele nicht wissen, weil diese Schauspieler, diese Theaterschaffenden häufig nicht so sehr im Rampenlicht stehen wie die Stars, die wir alle kennen von den Theaterbühnen oder aus dem Film, ist, dass die Freischaffenden, die kurzfristig beschäftigt sind oder solo-selbstständig, also eigene Projekte machen, die verdienen sehr, sehr wenig. Erhebungen haben gezeigt zum Beispiel, dass durchschnittliche Jahresbruttoeinkommen ungefähr bei 20.000 Euro liegen. Das gilt für die Männer, für die Frauen sieht es nochmal deutlich schlechter aus. Also das ist das, was ein freischaffender Theatermensch im Jahr ungefähr für sich nach Hause bringt. Und das ist natürlich viel zu wenig. Das bedeutet auch, dass diese KünstlerInnen nie die Möglichkeit haben, wirklich Vorsorge für sich zu treffen. Also weder in der Altersvorsorge noch in der, sagen wir mal, näheren Zukunftsvorsorge für Familie oder speziell auch nicht für Krisensituationen wie die, in der wir gerade stecken. Und das ist ein ziemlich großes Problem, wo es sehr viel Nachbesserungsbedarf gibt, vor allem in der Frage, wie man diese Künstlerin sozial besser absichern kann, durch Gesetze zum Beispiel, aber auch durch Tarifverträge oder durch die Art und Weise, wie wir in der Theaterbranche die Verträge gestalten, sodass sie eine auskömmliche Arbeit haben. Das Ensemble-Netzwerk arbeitet auf verschiedenen Ebenen. Also wir arbeiten sowohl mit der Arbeitgeberseite als auch mit der Arbeitnehmerseite unserer Gewerkschaft, vor allem aber auch mit der Kulturpolitik auf Bundesebene, auf Länderebene und auf kommunaler Ebene. Das sind ja alles verschiedene Träger der Theater, also Geldgeber für die Theater. Und zwischen denen kommunizieren wir und erzählen als Experten aus der Branche, wo der Schuh eigentlich drückt und wie genau, weil wir nicht finden, dass das etwas ist, was die anderen einfach wissen müssen. Es ist auch etwas, was wir ihnen vermitteln müssen und dafür setzen wir uns ein. Wir haben zum Beispiel eine Aktion ins Leben gerufen, die heißt 40.000 Theatermitarbeiterinnen treffen ihre Abgeordneten. Da haben wir KulturpolitikerInnen, aber auch Politikerinnen aus Finanzen zum Beispiel oder Sozialen eingeladen, sich mit uns zum Gespräch zu treffen und einfach gegenseitig zu berichten, wie die Lage ist, damit wir dann Möglichkeiten haben, beteiligt zu werden an Entscheidungsprozessen in der Politik, die sich dann wieder rückwirken auf das Theater. Die Aktion war sehr erfolgreich und hat sogar einen Preis gewonnen, den Perspektivpreis der Faust vom Deutschen Bühnenverein, und zwar im Jahr 2018 schon. Und wir haben auch, das würde ich Ihnen gerne erzählen, im ersten Lockdown, also im März, April, eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um bedürftigen Theaterschaffenden einen Mietzuschuss von 500 Euro schenken zu können, weil ihnen ja auf einmal sämtliche Einkommensquellen weggebrochen sind. Diese Spendenaktion haben wir jetzt gerade wieder geöffnet, weil dieser zweite Lockdown-Light sich ja wahrscheinlich jetzt doch noch bis in den Januar ziehen wird. Und ich würde Sie bitten oder aufrufen, falls Sie Theaterschaffende direkt unterstützen wollen, können Sie in diesen Spendentopf spenden. Der heißt Miete in Zeiten von Corona und den finden Sie auf betterplace.org. Ich habe aber auch gehört, dass das DT selbst eine Spendenaktion gestartet hat. Sie haben da also ganz viele Möglichkeiten als Theaterfreunde, direkt den Leuten und den Künstlerinnen in dieser Branche zu helfen. Und was ich gerne abschließend sagen möchte, ist, wir vom Ensemble-Netzwerk haben einen wichtigen Leitgedanken, nämlich, dass das Theater eine Kollektivkunst ist und deshalb immer vom Ensemble her gedacht werden muss. Und das Ensemble ist nicht nur das Spielerensemble, das Ensemble ist das gesamte Theater und alle Gewerke, die damit zusammenhängen. Und zwar alle auf Augenhöhe, auf gleicher Ebene und mit den gleichen fairen Bedingungen.
Dazu haben wir den Leitspruch You are not alone und der wirkt in beide Richtungen, nämlich du bist nicht alleine, vergiss nicht, dass andere Menschen um dich herum sind und die anderen dürfen nicht vergessen, dass sie jemanden nicht alleine lassen sollten. Das ist also das Solidarprinzip, das wir versuchen in uns zu kultivieren und ich glaube, das ist gerade eine Ansage nicht nur für das Theater, sondern für uns als gesamte Gesellschaft. In dem Sinne lassen Sie uns auch alle gegenseitig nicht alleine sein und diese Weihnachtszeit und die kommenden Monate solidarisch gestalten. Und ich wünsche Ihnen jetzt erstmal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue und gesunde Jahr 2021.